Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu meinem, ich gewöhne mich an den Xbox-Controller Let's Play mit Dark Souls 2 Schooler of the First Sin. Ein Spiel, das schon so manchen schlaflose Nächte bereitet hat, inklusive mir. Ja, steht da oben auch so eine Kröte. Seid ihr wahnsinnig? Wieso habt ihr so viele Kröten platziert im Schooler of the First Sin? That's not funny. Aber, was ich jetzt machen möchte, muss, will... Haben wir Brandbomben? Nein, haben wir nicht. Wow. Ja, es gibt auch keine Pause, also nicht wundern, wenn ihr im Menü seid und plötzlich einer von diesen Wahnsinnigen auf euch zustürmt. Da euch ans Leben geht. So, wo kommt der Schuss her? Ich muss da rüber. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Wie will ich denn das machen? Ich lass mich mal da fallen. Keine Ahnung. Fackel. Naja, und ich glaube, das war jetzt von all den Alternativen die dümmste, die mir eingefallen ist. Wow. Die Bogenschützen sind echt unangenehm. Ja, komm her, du Scheißer. Wahnsinn! Shit, die ziehen aber auch immens viel ab. Das war jetzt, glaube ich, ein schwerer Fehler in meiner taktischen Entscheidung. Ja, der da oben, der ist auch brandgefährlich. Ich kann mich nur so schnell wie möglich durchschnetzeln und die Bogenschützen wegbekommen. Wir müssen da auf die andere Seite. Wo muss ich hin? Ich muss darüber, glaube ich. Oh, shit! Ja, das war's. Wie war das mit immer hochkonzentriert spielen? Na gut. Perfekter Anfang für eine neue Folge. Aber ja, das passiert. Und das passiert sicher nicht zum letzten Mal. Also, jo. Blöde Sache. Und wir sind gestorben. Wir sind nicht mehr in menschlicher Form. Das bedeutet aber auch, erstens, dass wir unsere Seelen zurückhaben wollen, weil wir wollen ja auf Stärke 10 leveln. Der Vorteil ist, wir können jetzt aktuell nicht geradet werden von, oder invaded werden von menschlichen Mitspielern. Also, jetzt einmal primär nicht so schlecht, aber ich darf jetzt auf dem Weg zu meiner Seele nicht sterben, was natürlich ziemlich scheiße jetzt gerade anfängt. Shit. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann war's das. Dann sind meine Seelen weg. Ja, ist ja nicht wahr. Lass mich mal zum Zug kommen. Dankeschön. Okay, jetzt wird spannend, vor allem ich weiß jetzt nicht genau, wo meine Seelen liegen. Ist auch egal, die sind weg. Jetzt geht's los. Dark Souls, so wie es lebt und lebt, während der Spieler stirbt. Naja. Verdammt. Ja, selber schuld. Ich habe mir gedacht, okay, den knechte ich jetzt einfach so easy cheesy weg. War nicht so. Lessons learned. Aber dafür jetzt. Vor allem, der hat mal extrem viel Nerven gekostet, also nicht der. So, der war das. Der Stressbolzen. So, die haben 3er-Kombos und wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch eine 4er-Kombo gehabt. Nein! Schon wieder in die Ecke, Alter! Nicht wahr. So. Will ich es riskieren mit nur einem Estus-Flakon? Ja. So schwer ist die Stelle jetzt auch nicht, glaube ich. Waren die letzten Worte des Dark Souls Players. Hey.
3. Zack. Ja, immer ein guter Tipp, Movement kennenlernen. Das ist nämlich das Problem, jetzt sind die alle wieder da. Und wir müssen da aber runter. Weil. Oh, jetzt sind wir gar nicht mehr so hübsch. So, was ist jetzt? Kommst du jetzt nach oder nicht? Wie komme ich denn da jetzt am besten rüber? Da ist eine Höhle und vom Kartografen bekommen wir einen Schlüssel für die Villa in Majula. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, warum wir den benötigen. Aber wir wollen ihn halt haben. Wie jetzt? Wo jetzt? Wann jetzt? Ah, schau. Hat das doch geschafft. So. Na bitte, kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. So, haben wir da unten was zum Looten? Nee, haben wir nicht. Da wollte ich hin. Von Anfang an. Folgt uns wer? Nope. Tja. Niemals vor der Kugel stehen. Menschenbild. Das können wir verwenden, um wieder unsere menschliche Gestalt zu bekommen. Übrigens, guter Tipp. Schlechte Idee, da runterspringen. Habe ich versucht, weil ich mir dachte, ah, ich habe das durchschaut und da ist sicher ein super geiles Schwert versteckt. Nein, da erwartet euch einfach nur der sichere Tod. So, damit du unser Gespräch nicht störst, knechte ich dich da mal einfach so über den Haufen. Sorry. Gelbes Kraut, ich glaube, das bringt uns Magiepunkte zurück. Dich haben wir gesucht. I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was a curse? Something about a curse. How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land some time ago. Drangling, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Well, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Hausbesetzer. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenlake. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Wenn er wenigstens aufhören würde, da im Dreck rumzuwühlen, während er mit uns spricht. Wobei andererseits, naja gut, würde ich so aussehen, würde ich auch im Dreck wühlen. Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Ja, her mit dem Schlüssel. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. Yippee! What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard this, something about it feels wrong. Ja, das ist der Zugang zum DLC. Habe ich eigentlich ganz gut gelöst, gefunden. I'll be back in Majula. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. I'll be back.
Okay, so, jetzt möchte ich aber was nachschauen. Ich glaube, ich habe bis jetzt nicht. Klar habe ich nicht. Wir haben ja den Eidring für Apostel und der Blauen bekommen. Blaues Siegel. Dies ist der Ring des Eides des blauen Pfades. Er erhöht die Trefferpunkte leicht. Der blaue Pfad ist keine vollständige Religion. Er ist ein demütiges Gebet, das sich auf natürliche Weise unter den Vorverbreitet die Hilfe suchen. Wenn Apostel des Blauen von dunklen Geistern heimgesucht werden, können sie auf Unterstützung von Meistern anderer Welten hoffen. Die Betonung liegt nämlich tatsächlich auf hoffen, weil es muss nicht immer funktionieren. So, gut. Hätten wir den auch abgehakt. Daraus ist keine gute Idee. Ich habe es ja mal versucht, von einem Dings zum nächsten zu springen, aber es ist halt doch kein Jump and Run. Beziehungsweise, was ist da? Ja, von da sind wir gekommen. Außerdem möchte ich die Leiter hochsteigen. Okay, wieder Retour. Wow. Also ich würde mich in einer Höhle hoffnungslos verirren und wäre instant tot, glaube ich. Mit welcher Zielsicherheit ich da jetzt fast in die Grube gefallen wäre, wo ich noch am Anfang gemeint habe, oh, da müsst ihr aufpassen, da dürft ihr nicht hin. So, du bist doch der Scheißer, der uns die ganze Zeit schon attackiert, ha? Ah, ist das nicht so? Naja, wir müssen darauf. Es hilft nichts. Es hilft nichts, da hinten war ja nichts zum Looten, nein, war's nicht. Da gibt's nichts zum Looten, aber interessanterweise ist da wer hingesprungen, ja klar, von der Seite aus. Na gut. Da unten wen? Nope. Dann werden wir dich mal wegknechten. Geht ja mit dem Schwert jetzt relativ effizient. Ich darf nicht vergessen, ich darf nicht zu viel riskieren. Ich möchte ja unbedingt... Der zieht extrem viel Ausdauer ab. Da müssten wir noch Standfestigkeit skillen. Also es ist so, ihr seid nicht hundertprozentig safe, nur weil ihr ein Schild habt, ja. So. Ist da drinnen noch was versteckt? Da unten wäre noch einer und ich glaube, da unten gibt es auch was zum Looten. Wollen wir das riskieren? Ich möchte halt nur nicht wieder ins Wasser fallen und 920 Seelen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Einfach so herschenken, aber da ist auch noch was zum Looten. Ach, riskieren wir es. Es geht ja mit dem Schwert relativ schnell. Ich würde sagen kurz und schmerzlos, wobei schmerzlos ist es nicht wirklich. Okay, da nicht durchspringen, das geht schief. Ah, sag jetzt nicht, ich hänge da jetzt irgendwo in einer verdammten Sackgasse fest. Hey, und tschüss. Ah, das war der Freund und Zwetschgenröster von vorhin. Naja, gut. Wie komme ich da drüber? Ich weiß es nicht. Ah, verdammt, ich hätte da nicht runterspringen dürfen. Ich hätte müssen links rein, aber egal. Dann gehen wir die Runde halt nochmal. Wenn keine Gegner mehr da sind, ist es ja nicht mehr ganz so schlimm, wie befürchtet. So. Das bedeutet, da nochmal runter, da entlang und anstatt zu springen auf die Seite. Und jetzt springt irgendwo aus dem Nichts ein Gegner raus und killt mich. Ja, irgendwer schießt hier auf mich. Nice, Titanitscherbe. Die brauchen wir dann zum Hochleveln. So, komme ich da schon an den... Ne, komme ich nicht. Gibt es einen Schalter? Nein, gibt es auch nicht. Na gut, wieder zurück zum Eigentlichen. Wer schießt denn da auf mich? Verdammt, ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr wohin. Schande, Schande, Schande. So. Da, auf der Seite. Ah, genau, da kommt die Leiter dann. Bloß nicht wieder ins Wasser fallen.
der da oben noch immer? Hm, 1060 Seelen, ich geh leveln. Ich will auf das Feuerschwert umswitchen. Ich möchte jetzt nicht allzu viel riskieren. Ich glaube, das müsste reichen, 1600. Wenn nicht, kaufen wir halt noch ein paar Lebenssteine. Wir werden sie brauchen. Ja. Ja. Puh. Und dann sollten wir schon so richtig schön Schaden austeilen können. Reisen, Majula. Wobei, das war jetzt auch blöd. Ich hätte vielleicht vorher nachsehen sollen, wie viel ich denn brauche für den nächsten Level. Ich glaube, das müsste sich ausgehen. Das ein Level müsste drinnen sein. Ja, ja. Ja, ja. Aufsteigen. Genau, 854, das geht. Dann werden wir die Stärke einmal noch hochbringen. Und 901 brauchen wir noch. Dann können wir unser Feuerschwert verwenden. Na gut, zurück zum Wahnsinn. Shit, da wollte ich nicht hin. Wir müssen uns tatsächlich... Es gibt einen Shortcut. Vielleicht schaffe ich das in der Folge zum Freischalten. Schauen wir mal. Vielleicht schaffe ich es ohne zu sterben. 60 Minuten Aufnahmezeit. Ich brauche jetzt sowieso eine Pause. War jetzt bis jetzt eine Aufnahmesession. Und auch wenn es nicht so wirkt, also es geht schon sehr auf die Konzentration und die Aufmerksamkeit. Ich versuche es jetzt noch im besten Fall in einem Rush. Vielleicht schaffe ich es. Wenn nicht, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Da mache ich mal eine Aufnahme-Session-Pause. Okay. Und dann, mein Meister der Hellebarde. Du mit deinem Schwert. Merkst du auf den Glauben. Fall da runter. Oder bleib hier oben, ist egal, Hauptsache du stirbst. Nope, da muss ich hin. Da muss ich hin. Wird schwierig, weil ich habe da eine Kröte gesehen und vor der habe ich ja echt Angst. Wow! Der Moment, wo das Targeting nicht funktioniert. Und du völlig unaufmerksam Opfer der eigenen Blödheit wirst. Yippie, ich liebe Dark Souls. So, was mache ich mit der Kröte da hinten? Da an der Wand dort hinten ist ein, ich nenne es mal Shortcut. Ein ziemlich guter Shortcut sogar. Lock mal die Kröte mal her. Scheiße, die Explosion hat mich mitgerissen. Er hat natürlich überlebt. So, das will ich jetzt noch wissen in die Aufnahme-Session. Das ist blöd. Mit voller Energie hätte ich das sogar überleben können. Aber interessant, dass das explodiert ist. Weil eigentlich, also ich weiß, das Ding explodiert, wenn man mit einer Flammenwaffe angreift. Wow. Du bist Geschichte, Mr. Hellebardenjunge. Wie viele Angriffe hat der unten in Summe? Das fängt er jetzt echt schon bescheiden an. Ah ja, meine Seelen. Die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich will meine Seelen wieder. 900 Stück brauchen wir. 900 Stück und dann geht's los mit dem Feuerschwert. Und dann können wir uns wahrscheinlich auch den Shortcut freischalten, der sich da oben versteckt. Dann ersparen wir uns den Weg da über den Ast drauf. Das liebe ich an den Souls Games, dass sie einen doch richtig geile Shortcut zur Verfügung stellen. So. Am besten macht er alle schwarzen Bücherkisten gleich mal kaputt, weil nicht, dass dieses Ding dann wieder... Oh.
Das tat weh, das tat weh. Ziemlich, ziemlich derb sogar. Boot. Mitten, der kickt mich da jetzt runter. Und weg. Konzentrieren. Und weg. Und drauf. Und weg. Und drauf. Und weg. Und das war's. Yes. Down. So, und du Scheißer. Komm her. Komm her. Komm her. Du schießt nicht mehr mit Pfeilen auf uns. So, 1300. Wir könnten jetzt schon auf Level 10 upgraden. Ja. Ich wusste es doch, da kommt irgendwann einmal einer. Kann ich nicht mehr herkommen? Ja, das ist einfach sau. Einfach weil dieses Game einen keine 2 Sekunden durchatmen lassen will. So, aufpassen, da unten stehen die. Haben wir Brandbomben? Haben wir nicht. Noch immer nicht. Verdammt, wo ist die Taste? Reparaturpulver hätten wir sogar. Das ist jetzt blöd, weil wir benötigen irgendetwas. Und da hinten, ich zeig's euch mal ganz kurz. Vielleicht schaffen wir es, dass der so weit wirft. Komm, wirf darüber. Shit. Wir müssen die Fässer zum Explodieren bringen. Weil dann haben wir einen Zugriff zum Bonfire, einen Quick Access quasi. Ein Access Point. Oh, der zieht mir fast die Hälfte der Energie ab, wenn er das macht. Schild. Oh, 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 oh. So, genug gespielt mit dir. Schild. Weg, 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 weg. Scheiße, und er trifft mich noch. Er trifft mich noch. Jetzt bloß keinen Blödsinn machen, sonst bin ich weg mit dir. Ich vergeude da zu viele Ressourcen. Und das bringt nichts. Das müsste man sprengen. Ich muss dafür sorgen. Und werde wahrscheinlich instant drauf gehen, dass der. Wo ist denn der jetzt? Wirf darüber. Nein, zu kurz. Ich muss daher werfen, Alter. Daher. Komm, wirf. Naja, es ist blöd. Schauen wir mal, ob vielleicht diese magischen Bomben funktionieren. Explodiert. Könnte was werden. Wir müssen. Nein, wir müssen nicht, aber ich will. Ab. Scheiße, nein, wir brauchen Feuer. Okay, das bringt nichts. Ich muss zurück. Wir werden hochleveln. Wow. Ja, jetzt wirft er wieder. Ah, super. Wenn ich es schaffe, dass der weit genug wirft. Mit dem Magischen geht es ja leider nicht. Ja, er wirft eh so weit. Komm schon, Alter. Wirf. Du schaffst es. Spreng mich in die Luft. Weil wenn du richtig triffst. Komm schon. Okay, komm. Er muss nur diese Kisten treffen. Was sind wir hübsch. Da. Ja, verdammt, das ist... Der hat auch ein fürchterliches Ziel. Ja, das war leider zu kurz. Komm schon, du schaffst das.
Konzentrier dich. Home run. So, einmal probiere ich es noch, ihn anzulocken. Ja, das war gut. Das war gut. Komm, du schaffst das. Und jetzt da, hier her. Yes, 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 yes. Haha. Genau. Da ist der ominöse Geheimgang. Egal, wir leveln jetzt noch hoch und dann setze ich einen Cut und brauche mal eine Pause. Reisen nach Majula. So, vielleicht haben wir dann auch noch etwas Seelen übrig, um das Schwert auch gleich aufzuleveln. Werden wir gleich rausfinden. Aufsteigen! Stärke! Wir brauchen Stärke! Keine Kartoffelstärke, sondern richtige Stärke. So. 725, aber wir haben noch so Seelendingens. Okay, aber gleich mal ausrüsten. Wo ist es? Okay. 78 und wir haben schon oben einen Bonus von 15 und einen Bonus von 16. Das ist sehr fein. Die Geschwindigkeit von dem Schwert ist auch nice. Beziehungsweise doppelhändig. Sticht sie zu. Gut, können wir das auch gleich aufleveln, nachdem Leningrad jetzt seinen Schmied, sein Geschäft angefahren hat quasi. Leningrad. Just a simple blacksmith. And you are? Another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not rope around like you flirtation girl. What does it matter? Your equipment. Let me have a look. Yeah. Rüstung verstärken. Okay, 500 Seelen. Und dann haben wir schon 78, statt 78, 86 für Hiebschaden und Feuerschaden. Das Schwert ist einfach nur geil. Titanitscherben 1 von 4. Hätten wir genug Seelen? Und das glaube ich habe ich, weil wir haben ja noch, okay. Also Titanitscherben haben wir interessanterweise genug. Schauen wir mal. Habe ich nicht noch, ja, ja, hör auf zum Quatschen, ich möchte mein Inventar verwenden. Nein, ich dachte, wir haben noch Seelen rum. Oh, wohl, eine kleine, aber das ist zu wenig. Das sind ja nur 200 oder so. Schauen wir mal. 425 und was verlangt Leningrad? Ich glaube 600 oder 700. Ja, ja, wir schon wieder. Wie viel brauchen wir? 630. Okay, dann schauen wir mal, ob wir reparieren müssen. Okay, es gibt nichts zu reparieren. Na gut. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ich setze einen Cut. Schön langsam gewöhne ich mich an den Xbox-Controller. Wir haben unser geiles Flammenschwert. Damit haben wir tatsächlich realistische Chancen, das Spiel zu überleben. Ich bin draußen für heute. Ich brauche eine kurze Pause. Und in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.